hier auf der Prowein gibt es auch verbotene Dinge und Herr Müller weiß ganz genau was, nämlich ein Cuvée, der eigentlich verboten ist. Was genau ist das und worum geht es da? Also die Idee ist entstanden durch den Herrn Albert Kriewitz, der in Graz eine Bar betreibt, der an uns herangetreten ist und gesagt hat, du Michel, machen wir doch einmal was Authentisches, was Neues, etwas, was qualitativ sehr hochwertig ist und verknüpfen wir das, was eigentlich das Weingesetz verbietet, nämlich dass man zwei Qualitätsweine unter einem Deckmantel auf den Markt bringt. Und warum dürfen Sie das jetzt doch machen? Naja, es ist so, dass das Weinrecht eigentlich reglementiert, was den Qualitätsanspruch per Weingesetz tragen darf. Und es ist tatsächlich so, wenn man grenzüberschreitend zwei unterschiedliche Cuvée-Partner zusammenführt, dass dann das daraus entstehende Produkt nicht den Status von Qualitätswein tragen darf. Nämlich, das wird dann deklassiert zu Landwein oder Tafelwein. Also was ist das jetzt? Wir sind 50% aus der Steiermark, nämlich mit unserem Cabernet Sauvignon von dem hauseigenen Weingut Domäne Müller und 50% aus Saint-Emilion von einer ganz lieben Partnerin von uns, von der Mélisse Massenard vom Château Clos des Sables. Und geschmacklich, wie schmeckt der anders als andere Weine? Naja, es ist, glaube ich, interessant, wenn man ins Glas hineinriecht, man kann sowohl die Herkunft der Steiermark als auch die Herkunft Saint-Emilions erkennen. Und das Spannende an dem Projekt ist, dass eigentlich erst im Laufe des Einschenkens, des Degustierens sich daraus eine Cuvée bildet. Und ja, es hat natürlich die Leitsubstanzen, die ein Cabernet trägt, aber auch die schöne Aromatik vom Merlot Saint-Emilion. Und warum haben Sie sich überlegt, das hier auf der Prowein zu präsentieren? Die Idee war, einen geeigneten Standort zu finden, wo man auch mit der Journei, mit Fachleuten in Verbindung treten kann, die auch für so ein Projekt zu haben sind. Und ja, bessere Plattform als die Prowein gibt es dafür nicht. Und der Wein kommt ja erst im Oktober auf den Markt. Das heißt, wir kosten jetzt ein Zwischenstadium des gesamten Projekts und dafür haben wir uns eigentlich die Prowein ausgesucht. Also ich würde sagen, wenn ich hier dann rieche, dann habe ich Lust auf Österreich Urlaub und Frankreich Urlaub und das kann ja nicht verboten sein. Vielen Dank, Herr Müller. Danke. Sie sind schuld daran, dass es verbotene Sachen gibt hier auf der Prowein. Sie sind auf die Idee gekommen, dass Sie eine Bar in Graz haben und da gibt es nicht genug gute Weine oder wie kamen Sie auf die Idee? Ja, ganz im Gegenteil. Also wir haben perfekte Weine bei uns in Österreich und in der Bar sowieso. Aber für mich war wichtig, die Grenzen zu überschreiten. Wir wollten die Grenzen aufbrechen und da habe ich eben mit der Domäne Müller in Groß St. Florian einen unglaublichen Partner gefunden, weil die nämlich Rebsorten haben, die was wir in der Steiermark nicht üblicherweise haben, mit Cabernet Sauvignon. Und da ist die Idee entstanden, mit dem Originalgebiet in Bordeaux eine eigene Blend zu machen. Und das ist uns gelungen da. Und was halten Sie jetzt von dem, was rausgekommen ist bislang? Der kommt ja erst im Oktober raus, aber was meinen Sie, wie schmeckt der Ihnen? Ja, wir haben die Gelegenheit gehabt, schon einige Male zu probieren. Es ist grenzgenial, es ist unglaublich. Man spürt beide Gebiete, sie matchen sich gegenseitig, sind jetzt noch in der Kindheit und werden sich aber großartig entwickeln da. Und ich bin sehr gespannt auf die nächste Kombi, die kommt. Vielen herzlichen Dank. Ich sage danke da. Schönen Tag noch.